Jo, was geht? Hier ist Lizzie Boy 82. Im Hintergrund hört ihr den ersten Film der Turtles-Reihe. Die Turtles haben meine Kindheit geprägt. Wirklich. Ich liebe diese Filme. Und ich bin froh, dass ich die jetzt gucken darf. Ben und Kira geht's gut. Kira ist übrigens 1 Jahr alt geworden. Die kleine Maus. Oh mein Gott, sie ist nicht mehr so klein. Sie ist so groß. Übrigens wünsche ich euch frohes neues Jahr. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Kira ist eine kleine Zicke. Habe ich leider selber erlebt, weil sie hat mich öfters gebissen. Leider. Aber die haben beide Silvester gut überstanden. Kira war es auch egal. Weil Ben war ja da und Ben ist im Moment die Knallerei mit Silvester auch egal. Und ja, meine Haare sehen gerade echt scheiße aus. Hallo? Haare? Haare? Könnt ihr mal irgendwie so cool sein wie sonst? Also, wie gesagt, Kira und Ben haben Silvester super überstanden, wirklich. Ich war überrascht, dass Kira keine Angst hatte. Weil normalerweise würden Meerschweinchen sehr, sehr, sehr viel quieken. Wegen dem Lauten und da Ben dabei war, Kira, ist es egal. So, ich werde mal eben den Film stoppen. Ninja Turtle gucke ich mir an. Und wie geht's denn den beiden? Jo, wie geht's denn Ben und Kira? Also, beiden geht's supi? Oh mein Gott, wie süß. Man sieht die beiden gerade zusammengenommen. Und Kira verschwindet wieder. Kira, kannst du mal was zu YouTube sagen? Hallo. Hi. Hallo. Hi. Ich bin Ben und ich interessiere mich sehr fürs Handy. Geh mal weg. Kira, komm mal her. Komm mal her. Komm mal nach vorne. Komm mal her. Komm mal her. Hallo, Kira. Hallo, ich bin Kira. Und ja, ich hatte jetzt mein... Ich verschwinde mal wieder. Ben ist im Weg. Geh mal weg. Kira, komm her. Kira, komm her. Komm her. Komm her. Quick, 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 quick. Ja, Ben kommt durch dieses Thema natürlich wieder raus. Ben, geh mal weg. Ich will mal Kira haben. Ja, hallo. Hier sind Ben und Kira. Und ja, ich habe... Ah, Ben! Verpiss dich. Kira. Ach, Ben, du bist voll im Weg. Kira, komm mal her. Kira. Ah, es wird nichts. Wenn Ben da ist, ist Kira weg und so bla bla bla. Aber jetzt ist er gerade draußen. Schau. Kira, komm mal her. Hallo, ich bin Kira. Ben, du bist im Weg. Ja, ich weiß. Hi, ich bin Kira. Ich bin gerade 1 Jahr alt geworden. Hi, ich bin der Ben. Und ja, ich interessiere mich sehr für diese Kamera. Ben, es geht nicht um dich. Wie gesagt, ich bin jetzt 1 Jahr alt geworden. Und mir geht's supi. Ich freue mich. Ich freue mich so sehr. Ja, hallo, YouTube. Ja. Ich hoffe, das Video ist was geworden. Wenn nicht, mache ich morgen noch Neues, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme. Ich habe zum Glück diese Woche noch kein Training. Schüler haben frei und wir haben schon wegen nächste Woche geplant. Weil das Problem ist, wegen der 2G-Plus-Regelung wird sich einiges ändern. Ich habe schon mit meinem Trainer
über WhatsApp geschrieben und wir wollen jetzt nur zweimal die Woche erstmal Training machen, weil ich es erstmal mit meinem Gruppenleiter besprechen muss, wegen den Testen und mittwochs wird ein bisschen stressig und bei uns ist die dass man einen Corona-Test immer nur so, wenn gerade mal Zeit ist oder so. Also wie gesagt, ich muss jetzt erstmal mit meinem Krummleiter besprechen, dass ich zweimal getestet werde. Neuigkeiten. Am Freitag habe ich meine Booster-Impfung. Bin auch für den Tag freigestellt. Hab allerdings, da ich in letzter Zeit nicht wegen Krankheit nicht zum Zahnarzt konnte, habe ich am übernächste Woche Dienstag und darauf den Montag einen Zahnarzttermin. Ich hoffe, das klappt super. Und übrigens, Leute, Neuigkeiten. Der Hängeschrank ist wieder normal. Ja, er wurde jetzt letztes Jahr wieder normal gemacht, weil er ziemlich schräg war. Und ich weiß jetzt, woran das liegt. Und zwar an den Töpfen und was sie alles da in dem Hängeschrank hatte. Werde ich nicht mehr machen. Ich werde jetzt nur Lebensmittel reintun, also Nudeln, brauner Zucker und so. Also Nudeln, Soße mäßig und so werde ich jetzt alles nur reinstellen. Und ich habe jetzt eine große Planung für meine Müffelstücke. Und zwar dieser Käfig, sobald alles gereinigt ist, kommt weg. Ich werde nämlich ein schönes Gehege basteln. Und ich werde nicht mehr auf Streu eingehen, sondern auf Fließhaltung, wie damals Chan und Sarah. Und bin mal gespannt, wann es soweit ist. Ich werde euch natürlich berichten, wenn es endlich fertig ist. Bis bald, euer Slytherin Boy 82 und tschüss.